Dieser Vlog ist komplett von einer künstlichen Intelligenz geschrieben. Das bedeutet, jede Handlung und jede Konversation stammt direkt von ChatGPT. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich bin nicht mal der echte Mike, sondern ein komplett computergeneriertes Video. Okay, das stimmt nicht. Aber das war krass. Yo Mike, was geht? Yo Sandra, chillen wie ein Villain. Same, same. Was machst du so in letzter Zeit? Ich habe gerade mit Meditieren angefangen, das ist voll tight. What? Meditieren? Bruh, du bist so weird. Ja, ich weiß, ich musste es machen, um Malenchi auszuhalten. Die ist in letzter Zeit wieder etwas auffällig. Vielleicht hat ChatGPT ja Malenchi programmiert. If you like it, you should put a ring on it. If you like it, you should put a ring on it. Oh, 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 oh. Mann, das klingt so schlimm. Beyoncé wird sich im Grab umdrehen. Karina, was soll das heißen? Nee, ich find's gut. Du wirst der nächste Superstar. Ich liebe dich, Malenchi. Du bist so verrückt. Danke. If you like it, you're buttering on it. Oh, sie sind eh schön. Greift eure Hirne, damit die Viecher jetzt schlecht werden. Die Freunde packten schnell ihre Sachen und rannten vor dem wütenden Bauern weg. Währenddessen langweilten sich Leon und Michelle in der Vloghütte. Leon spielte am Handy und Michelle war gerade am Malen. Hast du mein letztes Stück Pizza gegessen? Nein. Aber es fehlt. Da war noch ein Stück drinnen, Leon. Ja, aber ich hab das nicht gegessen. Leon! Das Stück nicht gegessen. Ich kann's aber nicht glauben, dass du so egoistisch bist. Okay, wenn es dir so wichtig ist, kaufe ich dir morgen eine neue Pizza. Bist du komplett bescheuert? Bist du dumm? Es geht nicht um die Pizza. Es geht ums Prinzip, Leon. Michelle, es geht immer um Pizza. Halt dich ans Skript. Hey, hey, hey! Mike, der während des Streits hinter der Kamera war, beschließt nun, sich einzumischen. Wir sind hier alle, um lustige Videos zu machen und nicht um uns zu streiten. Also können wir bitte wieder damit weitermachen? Ja, Mike hat recht. Wir sollten uns auf unsere Arbeit konzentrieren und uns den Spaß nicht verderben lassen. Und dann sagst du... Okay, ich entschuldige mich. Ich weiß nicht, warum ich so überreagiert habe. Lass uns weitermachen. Die Gruppe fing an zu lachen und alle kehrten zu ihren Aufgaben zurück. In der Zwischenzeit haben Malenchi, Karina und Co. den wütenden Bauern abgehängt. Warum laufen wir eigentlich? Karina, stell keine Fragen, lauf einfach! Ich habe meine Tasche verloren! Oh Mann! Leute, ich habe hier mal was gesehen. Eine gruselige Kreatur. Entschuldigung? Nee, Max. Ich habe gehört, dass manche Menschen glauben, dass Schokolade aus braunen Kühen gemacht wird. Kannst du das bestätigen? Ja. Ja. Können wir uns alle mal beruhigen und einen Plan machen? Super, Karina, da wären wir auch alle nicht drauf gekommen. Ich denke, wir sollten hier bleiben und einfach ein Lagerfeuer machen. Oder wir verstecken uns einfach irgendwo und hoffen halt, dass uns der Bauer nicht findet. Mike, du bist so lustig. Scheiße, es geht einfach nicht. Verdammt. Wie sollen wir jetzt Feuer machen? Massis, kein Problem, denn ich habe nämlich Deo dabei. Ich glaube, du brauchst Sprühdeo für sowas. Aber wartet mal, Nina hat doch Schnaps dabei. Den können wir anzünden und dann haben wir Feuer. Ja, kein Alkohol, kein Problem. Oh mein Gott. Wo sind wir? Wir sind im Traumland. Wir haben eine geheime Zutat gefunden und sind durch die Nacht geflogen. Das ist so cool. Was kann man hier machen? Alles. Schau mal, da ist ein Regenbogenbrunnen. Und ein pinkes Schaf mit Flügeln. Ich kann fliegen. Hallo? Marvin, hier spricht Agent Smith. Wir haben Grund zur Annahme, dass ihr in einer Traumwelt gefangen seid. Was? Wir müssen euch rausholen. Ihr müsst eine Mission erfüllen. Eine Mission? Wie in Matrix. Ja, genau. Wir schicken euch die... Wie in Matrix? Ja, wir schicken euch die Details und einen Ausweg. Die Freunde bekommen eine E-Mail und öffnen sie. Wir müssen die bösen Träume besiegen und die Wahrheit ans Licht bringen. Ich bin bereit. Ich auch. Wir können fliegen. Okay, vielleicht sollte ich auch meditieren. Ja, und ihr solltet abonnieren. Ich gebe mir richtig viel Mühe, euch mit mehr coolen Videos zu unterhalten. Und übrigens redet hier immer noch ChatGPT, aber das bleibt unter uns. Ich glaube, ich habe eine Fliege verschluckt. Das ist schlecht für meinen Chakra.